Jahres 2017. Manche munkelten ja auch vor diesem Wochenende vielleicht das letzte IDM-Wochenende überhaupt. Aber so weit sind wir noch nicht, denn wir haben uns Verstärkung geholt. Ralf Waldmann ist bei uns heute in unserer Live-Sendung Paddock Talk. Wir werden versuchen, Sie auch heute und morgen in den beiden Sendungen über die Zukunft der IDM zu informieren. Aber wir wollen natürlich das Tagesgeschäft, den aktuellen Sport, nicht vergessen. Und deswegen habe ich mir Verstärkung geholt. Ralf Waldmann, 20-facher Grand Prix-Sieger, zweimal Vize-Weltmeister, Kult überall auf der Welt und mittlerweile ein sehr guter Eurosport-Experte, also quasi Kollege. Waldi, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich natürlich auch, dich wiederzusehen. Ja. Bist ja auch ein Urgestein der IDM und nach Ennepetal ist es auch nicht so weit. Und ganz kurz mal schon mal so als kleines Zwischenfazit, den Sport, den du heute Nachmittag schon mal gesehen hast, kann sich sehen lassen. Ja, das wissen wir ja, dass IDM immer ein guter Sport ist. Ich bin ja selber 2015 Finallauf hier in der Naked-Klasse noch gefahren, habe ich auch gewinnen können den letzten Lauf. Und von daher ist es noch gar nicht so lange her, wo ich letztes Mal IDM gefahren bin. Also Ralf Waldmann ist ein Urgestein der IDM, da werden wir viel drüber reden. Wir haben viele ehemalige IDM-Fahrer, Weggefährten der IDM zusammengetrommelt, um Stimmung zu machen, um der Welt zu erklären, vielleicht auch den Verbänden, vielleicht auch der Industrie, vielleicht auch Sponsoren, dass die IDM weiterleben muss. Es kann nicht sein, dass diese Serie stirbt, die fantastischen Sportspiele. Und das steht heute so ein bisschen als roter Faden im Mittelpunkt. Wir werden gleich noch Markus Reiterberger und Florian Alt zu Gast haben. Also das Ganze wird hier mit Sicherheit eine sehr, sehr runde Geschichte. Da bin ich absolut sicher. Und ganz kurz zu meinem Outfit. Ich habe ja gestern verkündigt, bin heute gefragt worden, was ist denn da mit dem Rasierer los? Ich habe heute Nacht beschlossen, ich rasiere mich erst dann, wenn es positive Nachrichten zur Zukunft der IDM gibt. Ich hoffe jetzt mal inständig, dass mich irgendjemand der Verantwortlichen hört und dass ich nicht in Bälde rumrenne wie Methusalem in einem Asterix-Comic. Also bei meinem Bartwuchs wäre das zu befürchten. Das ganz kurz dazu. Wir haben Ralf Waldmann hier. Ralf, wir haben im Archiv gestöbert. Unsere Jungs von Radio Victoria, unsere Produktionsfirma, war da sehr, sehr fleißig. Und wir schauen uns mal ein bisschen so als Appetizer, damit wir reinkommen, an, was so los war in der IDM in der Vergangenheit. Und da war eine Menge los. Das werden Sie jetzt sehen. Hier die Bilder, die IDM. Sehr oft in Hockenheim bei tollem Wetter und volle Tribünen. Ja, auch heute war es sehr, sehr gut besucht. Das hier damals, Waldi, die MUZ in deinem Design mit deinem Namen. Und das hier Alex Hofmann mit Erik Engesser, Marcel Schrötter, ja, Sepp Schlögel und Co. haben ihn in diese Meisterschaft gebracht. Den werden wir auch noch hören. Martin Bauer, Werner Demen, damals noch als Rennfahrer der Belgier, jetzt der Teamchef von Reiti. Kai Bore Andersen, ich hatte mal die Ehre, sein Motorrad zu fahren, die KTM. Und hier Jörg Teuchert, Supersport-Weltmeister. Und dann natürlich auch einer der ganz wichtigen. Damals hatten wir noch eine Sport 1 Fernsehproduktion. Die KTM RC8 waren noch mit dabei und das Ganze hier, Dario Giuseppetti auf der Hertrampf Ducati, ja wirklich fast schon ein wehmütiger Rückblick, der hier natürlich auch mit tollem Rennsport zu sehen war. Das war eine großartige Geschichte und wir hoffen alle, dass das weitergeht. Hier das Podest mit Martin Bauer. Martin Bauer und Co., das war großes Kino in der IDM und das kann nicht vorbei sein, das darf nicht vorbei sein. Hier Andy Meckler daneben, mittlerweile ja Race Director am Red Bull Ring und entschuldige, dass das zwischendurch ein bisschen holprig klang, Sie wollen gar nicht wissen, was ich gerade eben nochmal eben kurz erledigen musste, aber so ist das so. Das sagen wir auch nochmal hier bei der letzten Sendung zur Erklärung, weil die ist da ja als Journalist in verwöhnter Lage, weil ja, wenn du bei Eurosport arbeitest, da kriegt man ein Dorna-Feed, ein Signal und da kann man dann als Sender einfach dazu ganz kurz ein paar Interviews zuliefern, aber das Basissignal hat man und ich bin mal gespannt, wie das in der IDM weitergeht. Hätten wir auch gerne mal. Waldi, die IDM aus deiner Sicht ganz kurz zusammengefasst, warum ist es notwendig? Du bist selber Kind der IDM, du bist selber in der deutschen Meisterschaft groß geworden. Warum darf diese Serie nicht sterben? Erstmal brauchst du natürlich eine Plattform, wo du dich profilieren kannst. Und das ist natürlich eine Meisterschaft, eine hohe Meisterschaft mit einem hohen Status. Und wir haben natürlich viele Renntrainings, die es gibt in Deutschland und auch im Ausland von deutschen Veranstaltern, die auch kleine Rennen durchführen, die es auch sehr gut machen. Und deswegen kann ich eigentlich persönlich nicht verstehen, warum es nicht möglich ist, selbst mit den finanziellen Mitteln, die jetzt zur Verfügung stehen, die IDM weiterlaufen zu lassen. Ich meine, nehmen wir eine Hobby-Rennveranstaltung oder ein Training. Ich habe ja selber mal welche gemacht, wenn du da 100 Leute zusammenkriegst und die zahlen 350 Euro, dann hast du die Bude finanziert, dann funktioniert das. Und dann hast du auch die Streckenmiete bezahlt und alles. Deswegen kann ich das nicht verstehen, weil IDM-Nenngebühren sind dann auch sehr hoch, sehr, sehr hoch sogar. Und normalerweise müsste man schon allein aus den Nenngebühren die Veranstaltung machen können. Deswegen verstehe ich nicht,
da auch Sponsoren noch da sind, dass es nicht rund läuft. Also da ist ein bisschen was im Argen, das müsste man mal tiefer analysieren und ich bin auch von überzeugt, im Endeffekt kann ja die IDM gar nicht sterben. Das wird immer, auch wenn es dann nicht mehr IDM heißen wird, es wird aber immer eine Rennserie in Deutschland geben, wo man sich profilieren kann. Ja, wie es heißt, ist mir ehrlich gesagt völlig Schnurzpiepe. Es gibt da zum Beispiel die Bestrebung vom ADAC, sehr lobenswert, ADAC Northern Europe Cup, das ist ganz okay. Nur, wo soll der ADAC Northern Europe Cup nach dem ADAC Northern Europe Cup hin, wenn es keine deutsche Meisterschaft mehr gibt? Der Weg direkt in die CEV nach Spanien ist weit und teuer und wir machen jetzt mal was, was wir hier häufiger mal machen, bevor wir Ihnen gleich einen sehr schönen Film zeigen, wie ich finde. Markus, würdest du gleich eventuell die Streckenvorstellung machen? Das ist jetzt für den Kollegen Reiterberger dahinter. Der bleibt ruhig noch sitzen, muss ich Ihnen auch ganz kurz erklären. Eigentlich sollte der Kollege Florian Alt selbiges tun, hatte das auch versprochen. Schönen Gruß, Florian. Kosten-Penalty. Aber wir haben ja Ersatz mit dem Mr. Superbike, der das dann gleich machen wird. Das war jetzt der Grund, warum wir gerade hier so ein bisschen hektisch waren, weil wir haben nämlich keinen Aufnahmeleiter und ähnliches. Können wir Ihnen ruhig erklären, weil das ist ja hier keine richtige Live-Fernsehsendung auf einem TV-Channel, aber wir sind auf einem guten Weg. Finde ich zum Beispiel auch, man muss die Kollegen mal loben. Ich weiß, dass die Kollegen seit heute Morgen um 7 Uhr arbeiten. Die Bilder müssen einzeln produziert werden. Das ist zum Beispiel im Jahr 2017 eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich hier moderiere. Ja, ich denke mal, dass hier mit relativ einfachen Mitteln eine gute Basis geschaffen worden ist. Und das ist ja auch gut anzuschauen. Die Sendung mit dir und überhaupt die Berichte sind sehr gut. Das kann man sich gut anschauen. Ich denke, das ist schon eine richtig feine Sache. Und mit den Möglichkeiten, die da sind, ist das mal zu 100% ausgeschöpft. Ja, und gut anschauen kann man sich auch, wenn man sich wirklich mal so vor Augen führt. Und der ein oder andere hat es ja vielleicht auf Facebook oder auf sonstigen Kanälen auch bei den Medienkollegen mitbekommen in den letzten Tagen. Wir haben versucht, ein paar Leute zusammenzutrommeln, die einen IDM-Bezug haben und die sich äußern. Und das sind Selfie-Videos, also das ist keine HD-TV-Produktion. Aber ich war selber überrascht am Ende des Tages, als ich gesehen habe, was da für Namen drauf standen. Und schauen Sie doch bitte selbst mal, unsere Weltmeister Mats. The IDM Championship has been the breeding ground for so many champions, you know, so many great riders in MotoGP, Moto3, Moto2, World Supersport, World Superbike, in fact, as well. So please save IDM Championship, we need it. Die Nachricht bekommen zu haben, dass es die IDM nicht mehr geben soll im nächsten Jahr, war für mich unglaublich oder ist immer noch unglaublich, unbegreiflich eigentlich. Wenn ich mich daran zurückerinnere, war die IDM für mich natürlich ein Sprungbrett für die WM, also über den Junior Cup, IDM, einzelne EM-Rennen, dann den Schritt in die WM. Und durch das, dass wir in der Schweiz keine Möglichkeit hatten, irgendwie Rennsport in dieser Art zu betreiben, war das natürlich absolut perfekt für mich, den Weg über Deutschland zu machen. Und die Vorstellung auch für mich jetzt, wenn Nachwuchsfahrer, junge Leute, die aufstreben Richtung WM, den Schritt machen wollen, keine Chance mehr haben, in eigenem Land zu fahren, dann ist das schon fast wie in der Schweiz und das wäre natürlich sehr schlecht und macht das Ganze umso schwieriger für alle Deutschsprachigen, merke ich. Es wäre wirklich schade, wenn die IDM stirbt. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Was ihr im Hintergrund seht, ist mein Motorrad aus 1997, mit dem ich das erste Mal Deutscher Meister wurde. Damals schon mit der Unterstützung von Yamaha Motor Deutschland konnte ich dann auch 1999 in die Weltmeisterschaft aufsteigen. Und ich denke, das ist eigentlich auch genau das Problem. Wir brauchen einfach nationalen Motorsport, um die Jungs und auch die Mädels in den internationalen Sport weiterzubringen. Wir haben in den letzten Jahren wirklich sehr guten Motorsport gezeigt. Und ich denke, wir alle sind das den Fans auch schuldig. Ja, ich finde es extrem schade, dass es zum jetzigen Zeitpunkt die IDM im kommenden Jahr nicht mehr geben wird. Für mich war die IDM immer ein großer oder ein wichtiger Teil meines Werdegangs, habe dort meine 125er Karriere begonnen und einfach ein ganz wichtiger Punkt für jeden deutschen Fahrer eigentlich, der in die Motorradweltmeisterschaft will. Und da wäre eh schon mit dem Nachwuchs hadern im Moment und wenn es dann noch keine IDM in Zukunft geben sollte, wird es ganz schlecht ausschauen für den deutschen Nachwuchs und für alle deutschen Motorradfahrer. Ich habe gehört, die IDM soll es nicht mehr geben in dieser Konstellation. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Ich kann mich an beste IDM-Zeiten erinnern. Ohne die IDM wäre ich nie im Leben in die WM gekommen. Das war eine super Schule für uns. Es war eine sehr, sehr starke Konkurrenz damals. Ich kann mich wirklich an
beste Zeiten erinnern mit Michi Ranseder, Sandro Cortese und Dominik Eggerte, Tom Lüthi, also wirklich sehr vielen starken Konkurrenz. Und wenn es irgendwie möglich wäre, die EDM doch weiterzuführen in irgendeiner Weise, wäre unglaublich wichtig für den deutschen Motorradrennsport, vor allem für den Nachwuchs. Da ist sicher notwendig, dass man irgendwas macht. Und deshalb hoffe ich, dass es in irgendeiner Weise mit der EDM weitergeht, denn es wäre für alle sehr, sehr wichtig. Und ich drücke die Daumen. Ja, unsere Weltmeister Mats Kenan Sofoglu hatte sich eigentlich auch noch angemeldet, auch ein Kind der IDM im Yamaha Cup groß geworden, Supersport-Vize-Weltmeister. Aber der Kenan ist heute im zweiten Qualifying in Magny-Cours im Kampf um den WM-Titel in der Supersport 600 WM schwer gestürzt. Ich habe was gehört, dass er wohl einen Beckenbruch haben sollte, Kenan Sofoglu. Also Kenan hätte auch ein Selfie geschickt und wir haben noch viel, viel mehr im Übrigen. Aber erstmal gute Besserung an Kenan Sofoglu. Ich hoffe, dass sich diese Meldung nicht bestätigt. Waldi, das ist schon beeindruckend, was wir da gerade gesehen haben, ne? Ich meine, bei dir waren es ja leider nur zwei Vize-WM-Titel, wenn auch nur einer mit zwei Punkten gegen Max Biaggi. Aber wenn man das jetzt so sieht, das waren jetzt so unsere Weltmeister. Und wir haben noch mehrere Matzen und übrigens auf Facebook und online gibt es alle Fahrer. Ich glaube, wir haben insgesamt 18. Ja, wirklich Stars des Motorradrennsports eingesammelt. Wenn man das so sieht, da kann doch kein Mensch auf die Idee kommen, dass es die IDM irgendwann mal nicht mehr geben könnte. Ich meine, das sind Helden. Ja, was willst du machen? Ich meine, ganz klar, es sind gute Leute rausgekommen. Wir sehen es immer wieder. Speziell die Nachwuchsklassen waren sehr, sehr gut. Und ja, das wäre schade, wenn diese Plattform wegfallen würde. Und wir müssen natürlich alles tun und überall mit Engelzungen reden, damit es weitergeht. Ja, und der nächste Held steht jetzt hier mittlerweile neben uns. Wie gesagt, der Ersatzmann, nicht das Dummy. Vorhin sind sie noch gegeneinander auf der Strecke gefahren. Markus Reiterberger, Reiti, herzlich willkommen. Du bist am Dienstag KTM MotoGP Motorrad in Aragon gefahren. Auch da werden wir drüber reden. Auch das wäre ohne den Waldi, der da ein bisschen vermittelt hat. Weil Mike Leitner ist ja der ehemalige 250er Mechaniker vom Herrn Waldmann. Also man kennt sich. Waldi hat das mit organisiert, dass der Reiti MotoGP Motorrad fahren durfte. Aber Reiti, jetzt bist du im Moment erstmal Ersatzmann. Ersatzmann für Florian Alt, der einen sehr großen Penalty kriegt, ne? Denn er hatte fest zugesagt, hier die Onboard-Runde zu machen, die wir ja auch für die morgige Sendung brauchen. Wir werden dann gleich über Sport reden. Studio, ich muss dich nur um einen Gefallen bitten, bitte noch nicht das Rennergebnis vorwegnehmen oder so gleich bei der Runde. Und für Sie, liebe Zuschauer, als Service, und das ist ja auch schön, dass wir so Weltklasse-Piloten, Weltklasse-Fahrer haben wie Markus Reiterberger, die dann mal eben kurz ohne Vorwarnung einspringen, obwohl er viel später erst dran gewesen wäre. Und er nimmt sie jetzt mal mit, weil wir fahren ja hier die kurze Anbindung. Eine Runde Hockenheim mit dem besten deutschen Superbike-Fahrer Markus Reiterberger. Bitte schön, Vollgas, Reiti, bitte. Servus. Morgen, also hier gehen wir auf die Startzielgerade, sehr kurze. Nur ein bisschen im fünften Gang, kurz zurück im dritten Gang. Hier der kurze rechte Eck, dann gleich wieder voll ins Gas, bis hoch im fünften. Und kurz nach der Brücke ist mein persönlicher Bremspunkt, zurück bis in den zweiten Gang. Diese Rechtskurve muss man ganz eng am Ausgang nehmen, damit die nächste links mit sehr viel Schwung auf die Gegengerade gefahren werden kann. Und da kommen wir mit sehr viel Slides raus bis hoch in den sechsten Gang. Sehr hohe Drehzahl da, fast bis zum Begrenzer und dann sehr spät zurück bis in den zweiten Gang. Diese Kurzanbindung vom Nürburgring, vom Hockenheimring. Hier ist eine kleine tiefe Welle am Ausgang. Super Grip an der Kurve. Kurz hoch im dritten, zurück im zweiten, diese links, die man auch wieder sehr eng rausfahren sollte. Kurz hoch wieder bis in den dritten. Rechtskurve raus, vierter Gang. Hartes Rausbeschleunigen bis zu den Curbs, kurz im fünften und dann wieder zurück bis in den dritten Gang, diese Rechtskurve. Auch wieder mit viel Schwung am Kurvenausgang rausfahren. Hier ist sehr wellig, kurz im vierten und zurück im zweiten Gang in die Sachskurve. Anspruchsvollste Kurve hier, denke ich, sehr rauer Asphalt. Und dann wieder im dritten Gang, kurz in die Schikane, vor der Doppelrechts auf Start und Ziel. Und dann genau im dritten Gang diese beiden Kurven durchziehen und mit viel Schwung auf die Gerade, hoffentlich als erster übers Ziel. Ja, so sieht das aus. Markus Reiterberger, danke, Reiti. Diese Runde brauchen wir natürlich auch für morgen. Ja, und nachdem er am Dienstag jetzt schon MotoGP KTM gefahren ist, ich weiß nicht, ob es der Zuschauer bemerkt hat, das war das Moped von Florian Alt, der uns hier ein wenig versetzt hat, um das nochmal zu erwähnen. Aber ich hasse zu spät kommen. Du bist jetzt gerade Yamaha gefahren hier in Hockenheim. Hast du gar nicht gemerkt, ne? Ja, doch, man hat es gleich gesehen. Also meine Bremspunkte sind schon ein bisschen anders und die Linie auch. Aber im Generell, man hat es ja gesehen, im Rennen hat er wirklich einen guten Job gemacht. Nichts vorwegnehmen, bitte. Und ja.
Ja, vielleicht ist er auch deshalb nicht da. Also nicht übel nehmen, Florian Alt. Wir nehmen das hier auch ein bisschen ja von der lustigen Variante. Kann schon mal passieren. Und Dunlop-Reifen hast du gerade auch drauf gehabt. Bist du eigentlich auch nicht gewohnt. Ja. Also, Markus Reiterberger ist bei uns, Ralf Waldmann ist bei uns. Wir werden diese Gelegenheit nutzen mit unserer IDM Paddock Talk-Sendung, die ja hoffentlich von ganz vielen Leuten gesehen wird, weil ich finde, wir haben tolle Elemente in der Sendung. Und um das nochmal zu unterstreichen, wie wichtig diese Meisterschaft ist, haben wir die nächste Matz, den nächsten Film Matz Teamchefs genannt, obwohl da auch einer drin ist aus Wuppertal, der ja auch schon mal große Momente als Rennfahrer erlebt hat, der nicht wirklich ein Teamchef ist, aber den haben wir da einfach mal eingeordnet. Und auch das ist beeindruckend, wenn man diese Herrschaften, die wirklich sehr erfahren sind und wissen, wovon sie reden, über die IDM reden hört. IDM has been a very important championship for many riders from Northern Europe. So let's work together to have the championship also in the future. IDM been a very important factor in my career as a rider. When I was young, that was a natural step for me to go from Scandinavia and the Swedish championship. I learned a lot there and it helped me to make myself better in terms of riding ability and prepare me better for the European championship. In the mid-90s and the end of 90s, I was regularly doing 250cc championship in the IDM, and I had many victories and I had many podiums. And I still have friends working in the Grand Prix now, who I met there. It was very important for me to do IDM, and it's a shame if it has to stop now. I think someone has to fight and keep it. So we can take more new talents from Germany and from Scandinavia or from around the north of Europe. Als ich davon gehört habe, dass die IDM, wie gesagt, nächstes Jahr nicht weitergeführt werden sollte, war ich schon ein bisschen enttäuscht. Hab meine ersten Sporen da auch verdient, 1985, erster IDM-Titel. Es wäre schade, wenn der Nachwuchs keine Möglichkeit mehr bekommt, irgendwo, ich sag mal, sich zu zeigen, sich zu entwickeln. Ich hoffe, dass vielleicht doch irgendwann noch funktioniert. Drückt dir die Daumen und ja, schauen wir mal, was geht. Ja, Spitzname Hascha, Riding Coach von Franco Morbidelli, Esteve Tito Rabat, Jack Miller, kurz Jack Miller erklärt, auch Kind der IDM, der kann uns auch kein Selfie-Video schicken, weil er sich nämlich beim Motocross-Training, das weiß übrigens noch keiner, stand noch nirgends in den Zeitungen, verletzt hat und im Moment in ärztlicher Behandlung ist und man da auch noch nicht so genau weiß, wie es weitergeht. Ich weiß nur, dass Aki Ayo und auch Michael Bartolemi, sein Teamchef vom Mark VDS Racing Team, für das er Stefan Brein als Riding Coach arbeitet, nicht gerade begeistert sind über den Trainingssturz. So viel mal am Rande, und sie erfahren in dieser Paddock Talk-Sendung auch noch News. Ja, dann haben wir Johan Stigefeld gesehen, den schwedischen Ex-Rivalen zu 250er-Zeiten von Alex Hofmann, den wir auch noch hören werden, Mike Baldinger, Jürgen Ling, der Teamchef von Dynavolt Intec GP, ist damals gefahren. Weil die, das waren noch Zeiten, wo man sich für ein 250er IDM-Rennen, ich habe es gerade dem Reiti schon kurz erzählt, der mochte es gar nicht glauben, vorqualifizieren musste. Ne? Da gab es so viele Anmeldungen, so viele Starter aus allen möglichen Ländern, dass man, bevor man zum Training zugelassen wurde, sich qualifizieren musste. Das hast du auch noch miterlebt. Ja, ich habe auch WM-Läufe erlebt, wo hier speziell in Hockenheim bin ich meinen ersten WM-Lauf gefahren. Gleich im ersten Jahr, wo ich überhaupt angefangen habe, mit Motorradrennen zu fahren. Im Juni angefangen und im Herbst hier im Hockenheim den Finallauf WM gefahren. Also das war schon eine Riesennummer. Waren zwei Gruppen A44 Starter. Unfassbar. Und 39 haben sie fahren lassen. Also da warst du praktisch schon der Superhero, wenn du da überhaupt mitfahren konntest. Und es gab nur für die ersten 10 Punkte. Ne? Also wenn du da Elfter geworden bist, war es voll der Loser von den 88. Ne? Naja gut, jetzt haben wir in der Moto3-WM manchmal die Situation, dass man 17. wird in der Moto3-WM und 2,5 Sekunden Rückstand auf den Ersten hat. Das heißt, man sieht den Ersten und wird trotzdem nicht belohnt. Du arbeitest ja jetzt in der MotoGP. Du warst mit dem Reiti in Aragon, bist extra länger geblieben. Erzähl uns, den Zuschauern bitte, weil ich glaube, dass wir da alle stolz drauf sind, dass der Markus so grandios zurückgekommen ist nach seiner Verletzung, dass er überhaupt dieses Angebot bekommen hat. Wie ist es dazu gekommen? Gut, das ist natürlich mit Markus eine lange Geschichte. Ich bin ja lange Zeit sein Nachbar gewesen. Bin ich wieder zurückgegangen nach Hennepetal, aber ich war, wie gesagt, der Nachbar von Markus. Wir haben damals ein Minibike-Team gemacht, das ADAC Südbayern Minibike-Team. Da war der Jonas Folger, der Markus Reiterberger und der Luca Grünwald in meinem Team. Und da sind wir jeden Dienstag in Ampfing heftig mit der Minibike gefahren, so eine Art praktisch, wie der Rossi das auch gemacht hat. Und
Ja, die Range war nicht so groß, vermutlich. Die Range war nicht so groß. Wir sind auf die Go-Kart-Strecke gegangen. Die haben Dienstag immer Ruhetag gehabt und die ist uns dann zur Verfügung gestellt worden und wir sind mit den Minibikes ganz böse rumgeballert da. Reiti, wann warst du schneller als der Waldi? Ja, es hat nicht lange gedauert. Na komm, ja, sag ja, ganz am Anfang bin ich mit einer Simson zum ersten Mal rumgefahren hinter Waldi, aber da war nur richtig langsam, glaube ich, und habe relativ schnell gelernt und ja, haben wir dann doch einiges erreicht zusammen. Ja, ich habe auch noch Videos zu Hause, die ja bestimmt gar ganz viel wert werden auf Kassette. Ne? Wenn wir nächstes Jahr noch senden dürfen, bringen sie mit. Wo der Reiti praktisch so groß war, ne? Und der Luca war ganz klein, der ist gar nicht mit den Füßen, den mussten wir anschubsen. Und der Jonas war ja immer schon so ein Klappergestell, ne? Der hat ja praktisch Hungernot schon gelitten damals. Ne? Der kommt übrigens auch noch heute in der Sendung vor, Jonas Folger. Klappergestell, also auch nicht schlecht, der Herr Waldmann. Ja, gibt alles. Ich bin natürlich auch ein bisschen stolz auf die Jungs, das ist doch das ganz klar. Ne? Weil Jonas ganz klar, ich meine, das hat man schon gesehen. Früh ist er schon in der MotoGP mit dem Moto3 gefahren und ist ja auch hier in der IDM gefahren, müssen wir ja auch sagen. Deswegen kommt er nachher ja auch noch. Sie merken, der Herr Ralf Waldmann ist der Kallmund der Motorradszene. Also der ehemalige Manager Kallmund ist im Fußball derjenige, den man nicht in Studiosendungen einlädt, weil er. Der Bauch ist aber auch nicht so groß, ne? Nein, das meinte ich nicht. Die Frage war nur eigentlich, über all das reden wir später noch. Wie ist es zum Reiti MotoGP-Test gekommen? Ja gut, Mike Leitner kenne ich, war mein Mechaniker früher und der war ja lange beim Dani Pedrosa auch, hat mit ihm zwei WM-Titel auch eingefahren, den 125er und in der 250er. Und ja, man kennt sich, ich meine, Obing ist nicht so weit von Mattighofen entfernt und dann habe ich schon immer mal gesagt zum Mike Leitner, komm, wir müssen doch den mal fahren lassen, dem müssen wir doch mal eine Chance geben. Und ja, der Mike hat sich das sehr wahrscheinlich überlegt und hat den Reiti dann auch mal schon mal im Frühjahr angerufen. Aber ganz klar, ich meine, der Reiti hat einen Vertrag mit BMW gehabt. Das war alles nicht so einfach. Auch, dass er jetzt fahren konnte, war, müssen wir auch bei BMW Danke sagen, dass die den freigestellt haben. Ist keine Selbstverständlichkeit. Ganz wichtiges Element ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Aber sowas. Natürlich, man muss das auch von der anderen Seite sehen, wo hat man schon mal die Chance, einer seiner Fahrer, speziell BMW, jetzt einen MotoGP testen zu lassen? Du bringst natürlich auch ein ganz anderes Input mit für die Weiterentwicklung der Motorräder. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Wenn du mal so ein Ding gefahren bist, kannst du dann schon mal sagen, hey, da in der Elektronik oder hier oder da können wir noch ein bisschen was ändern, da sind die im Schritt weiter. Das ist ja ein reiner Prototyp und das ist ja für BMW auch eine ganz riesen Angelegenheit, dass sie dann so einen Mann mit Know-how kriegen. Jetzt red das nicht so in Richtung Industriespionage, sonst hören die Nein. zu. Aber ich weiß zum Beispiel von Piet Beirer, Dankeschön Piet, dass der Reiti sich sehr, sehr gut geschlagen hat. Markus, wie war's denn? Carbonbremsen, der ganze Aufwand, da sind natürlich auch viel mehr Leute. Die Elektronik, die Reifen, die Michelin-Reifen sind eine völlig andere Geschichte als das, was du bisher in deinem Leben gefahren bist. Und dann natürlich die Power. Ganz kurz für die Zuschauer erklärt, was war das Beeindruckendste für dich? Ja, erstmal muss man sagen, wir sind schon seit Anfang 2016 in Kontakt mit KTM und lange hat es gedauert, bis dann die Möglichkeit bestand, mit dem Vertraglichen, mit Altea und so, bis das dann geregelt war. Dann danke an KTM, dass ich die Möglichkeit bekommen habe und an Werner, der das dann mit BMW alles im Einvernehmen alles geklärt hat. Und der Waldi hat immer wieder versucht, hat wieder drauf zu sitzen. Wir haben es dann letztendlich geschafft, sind nach Aragon gefahren, getestet. Und ich bin jetzt ja schon oft super bei WM gefahren. Wir haben da wirklich ein gutes Paket gehabt, auch zum Schluss. Und ich muss sagen, der Unterschied dann zur MotoGP ist zwar groß, aber jetzt nicht so, wie man denkt, ja, das ist ganz anders. Ist Waldi, das so, wie der Waldi immer sagt, das Ding hat auch nur zwei Räder? Kann man das so sagen? Ja, ich war schon wirklich mit viel Respekt auf das Bike aufgestiegen und der Waldi hat immer gesagt, ach, stell dich nicht so an, das ist eh nur ein Moped. Aber man ist ja da wirklich schon, man geht dann ganz anders in die Sache ran, weil es halt einfach, ja, so Gelegenheit kriegt man ja alle Tage. Und ich bin relativ gut zurechtgekommen, haben ein bisschen an der Sitzposition gearbeitet, einfach weil ich ein ziemlich großer Fahrer bin für die GP. Aber wir haben das dann relativ gut im Griff gekriegt und konnte einige Runden fahren und war ganz zufrieden am Ende des Tages. Ich denke, das erste Antasten war okay. Mal schauen, wie es weitergeht. Und auf alle Fälle eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde. KTM hat mir erzählt, oder vielmehr Piet Beirer, der Motorsportchef, hat mir erzählt, dass man sehr zufrieden mit dem Markus Reiterberger war. Und wer weiß, man weiß nie, was passiert. Du hast dein Niveau gezeigt. Vor allen Dingen hat er nichts kaputt gemacht. Er ist sitzen geblieben. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig bei so einem Test. Und das ist auch deshalb eine schöne Geschichte. Herr Waldi hat es mitorganisiert als einer der besten deutschen Motorradrennfahrer aller Zeiten. 20 Grand Prix-Siege, muss man sich auch mal vorstellen. Kind der IDM. Der Reiti sitzt dienstags in Aragon nach dem MotoGP-Rennen, wo die KTMs ja mittlerweile Top-10-fähig sind mit
Paul Espargaro und Mika Kallio, den wir übrigens heute auch noch hören werden, ne? Also nicht abschalten. Das sind Granaten, das sind Raketen und ich finde, das kann man nicht oft genug betonen, das ist der IDM zu verdanken, dass es solche Legenden wie Waldi gibt, solche tollen Motorradrennfahrer wie der Markus gibt und deswegen auch so ein bisschen diese Erklärung an diesem Tag. Aber jetzt schauen wir mal auf aktuellen Rennsport, denn den haben wir heute auch gesehen. Bei toller Kulisse, tollem Wetter, war glaube ich ein schöner Tag, oder? Ja, es war ein super Tag. Also war wirklich, heute sind wir zum Fahren gekommen, zwei Qualifying sind drin. Zwischendurch hat es mit dem Wetter ein bisschen gekriselt, aber es ist dann doch noch schön geworden. Schauen wir rein ins Qualifying. Ihr könnt einen Moment durchatmen und wir blicken mal auf die Superbike-Qualifyings hier heute am Tag, die ja letztendlich die Startaufstellung ergeben haben. Also fahrt ab die Bilder, denn das war toller Rennsport, auch optisch schön anzuschauen, wie wir sehen hier bei allerbestem Wetter in Hockenheim. Und der angesprochene Regenguss, den der Reiti gerade erwähnt hat, der war letztendlich gar nicht so schlimm, der kam später. Das Duell der Fahrer um Platz 2 kämpfen hinter Markus Reiterberger. Wer wird best of the rest? Ja, Florian Alt, die 66 für ihn Heimspiel. Gummersbach ist natürlich auch von hier gar nicht so weit weg. Also Heimspiel, okay, ist ein bisschen übertrieben. Gegen Jan Bühn, gegen deine Teamkollegen Jan Bühn und natürlich auch den Holländer Dani de Boer, müssen wir erwähnen. Der Herr, der gesundheitliche Probleme hat, nach wie vor mit pfeifferschem Drüsenfieber, kann man normalerweise alles machen, aber keinen Spitzensport betreiben. Und die IDM Superbike ist auch in diesem Falle Spitzensport. Boxengassenausfahrt, ich weiß jetzt gar nicht genau, welche BMW da gefilmt habt. Auf jeden Fall sind es tolle Bilder. Eine sensationelle Mannschaftsausleitung auch von Werner Dehmen und seiner Mannschaft. Arno Friedrich wollen wir ja nicht vergessen, den jungen Mann, der beim Werner da eine Chance bekommt. Und wir haben ja Werner Dehmen vorhin gezeigt, der kann wirklich schon sehr, sehr stolz auf seine Crew zurückblicken, zurück auf die Jungs schauen, die das hier toll machen. Und das wäre auch in dem Fall ein wirklicher Jammer. Anfahrt hier, Motodrom, immer wieder spektakulär bei solchen Bedingungen. Da hinten sehen wir es auch heute beim Trainingstag schon recht gut besetzt, die Tribünen. Ich bin mir sicher, morgen werden das noch mehr Zuschauer für diesen extrem günstigsten Eintrittspreis. Ich kenne keine andere Motorsportserie auf diesem Niveau, bei der man so günstig zuschauen kann, mit einem offenen Fahrerlager wohlgemerkt. Es hat auch Schränksekunden gegeben in den Trainingssitzungen heute Morgen, wo wir da gerade von hinten auf eine der Suzukis blicken, um es mal vorwegzunehmen. Vito Iannuzzi lag irgendwann mal hier auf der Rennstrecke, war auch zwischendurch auch Iannuzzi, ja, einer der Fahrer für Dennis Hertram fahrend, der WM-Erfahrung hat. Dem geht es aber wieder gut. Der ist dann sogar zum Rennen angetreten. Das hier, die Kommandos, Platz 2, Platz 3. MGM Yamaha mit den Dunlop-Reifen am heutigen Tag haben die einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und wie gesagt, es tobt der Kampf um den Titel, den es eigentlich ja gar nicht gibt. Vizemeister, wer wüsste es besser als Waldi, das ist eigentlich gar kein Titel. Aber natürlich wollen sie alle Zweiter werden hinter Markus Reiterberger. Hier, auch die Jungs dürfen wir nicht unterschätzen und die Mädels natürlich auch nicht. Lucy Glöckner, dann der Kollege hier in Türkis, Dominik Wese. Und das war die Szene. Da hinten liegt der Italiener, die 31. Dennis Hertrampf übrigens auch hier, gute Besserung, liegt im Krankenhaus, aber der ist auf dem Wege der Besserung und auf dem guten Wege. Also gute Gesundung, Dennis Hertrampf. Schade, Vito Iannuzzi, aber das ist die beste Nachricht des Tages. Mittlerweile wieder fit und an der Rennstrecke. Da sehen wir Michael Galinski, MGM Yamaha. Die betreiben ja mindestens ebenso viel Aufwand wie Werner Dehmen. Auch das ist eine Profimannschaft auf absolutem WM-Niveau. Und der Florian Alter ließ es ganz schön krachen. Der war in den Trainingssitzungen, in den Qualifyings heute mehrfach so nah dran an Markus Reiterberger von den Zeiten her wie noch nie zuvor in dieser Saison. Hier sehen wir mal die Kurzanbindung, die da gefahren wird. Also man fährt nicht auf die von Markus Reiterberger überhaupt nicht geschätzte Spitzkehre am Ende der Parabolika zu, sondern kürzt ein bisschen ab. Das sind dann knapp unter 4 Kilometer Streckenlänge hier in der IDM Superbike. Immer wieder klasse, diese Onboard-Aufnahmen geliefert von unseren Motorrädern. Und für Sie, liebe Zuschauer, da müssen die Onboards angebaut werden, ausgelesen werden, geschnitten werden. Das macht alles die Crew von Radio Victoria im Hintergrund. Und das macht auch der Promoter, die Motorpresse Stuttgart, möglich, dass wir hier so toll arbeiten können und dass das so aussieht. Das ist keine Live-TV-Produktion, aber es sind trotzdem schöne Bilder. Da muss eigentlich jeder Rennsport-Fan begeistert sein, wenn er das hier sieht. Und mit über 30 Startern, Permanentstartern in der IDM Superbike, das gibt es nicht so oft auf der Welt in einer nationalen Meisterschaft. Und das darf einfach nicht vorbei sein. Dazu die 300er
Motorräder mit guten Nachwuchsfahrern, dazu die tollen Supersport 600er Fahrer, die tolle, auch auf Weltklasse-Niveau bewegenden Leistungen liefern und das am Ende dann die aus dem Qualifying resultierende Startaufstellung. Reiti natürlich auf seinem Abonnementsplatz, aber heute war es nur mal eine Sekunde. Jan Bühn, Florian Alt, Reihe 1, Bastian Mackels, Dani de Boer, Pepin Beisterbusch, das ist die Reihe 2, Dominik Schmitter, stark, auch er ja einer der WM-erfahrenen Fahrer, Daniel Karteininger, auch Respekt, sein Teamchef werden wir auch noch im Studio haben. Jan Halbig, der Tscheche, immer schnell. Dominik Weso, Stefan Kerschbaumer, Lucy Glöckner und. Also, auch wenn wir neulich den Bol d'Or gesehen haben, den Bol d'Or, die Langstrecken-WM, da haben wir viele von den Namen, die wir da gerade gesehen haben, im Rennen gesehen. Das kann man, glaube ich, so sagen, Markus, ne? Wenn bei der Langstrecken-WM, bei so einer international hochkarätig besetzten Meisterschaft, ja, das halbe IDM-Feld in den Top Ten auftaucht, unfassbar, was die Lucy zum Beispiel da geliefert hat, dann ist das auch nochmal ein Kompliment und unterstreicht nochmal den sportlichen Wert der IDM-Superbike. Also, das ist kein Kindergeburtstag hier. Auf alle Fälle, also viele Fahrer nutzen ja dann die freien Wochenende und fahren dann eben in der Langstrecken-Weltmeisterschaft mit und die meisten waren ziemlich weit vorne. Das zeigt dann nochmal, das Niveau in der IDM ist momentan wieder hoch und ich denke, dass er jeder verdient hat, da mitzufahren. Jetzt bin ich sicher, wir werden dich nicht nerven, das haben wir dem Werner Dehm auch versprochen und nicht andauernd nach 2018 fragen. Das ist beim Falle Markus Reiterberger erstens noch ungeklärt. Wir sind sicher, dass er ein Kumpel ist und Wort hält. Wenn es geklärt ist, sagt er uns als erstes Bescheid. Also das wird heute kein Thema sein und auch morgen nicht, da wollen wir ihn nicht mit nerven. Der Reiti, Waldi, ist gemacht, die Karriere im Grunde genommen. Die Welt weiß, also ist nicht gemacht natürlich im Sinne von Verträgen, aber die Welt weiß, wie schnell Markus Reiterberger fahren kann. Ihn betrifft das eigentliche Problem, was durch ein Ende der IDM entstehen würde, eigentlich nicht. Aber der Reiti ist trotzdem noch loyal. Und wie kann man das erklären, dass jemand wie der Markus dann trotz der IDM immer noch so kämpfen muss? Er hätte es längst verdient. Und vor allen Dingen, die Befürchtung ist halt groß, was sollen dann die machen, die danach kommen? Ja, sagen wir mal so, der Grundspeed von Markus ist natürlich enorm hoch. Also das haben wir gesehen, das sehen wir auch in jeder Meisterschaft. Speziell, du sprichst gerade von der Langstreckenmeisterschaft, da hat er auch eine Zeit hingebrannt, die jenseits von Gut und Böse war. Also er kommt schon mal mit den großvolumigen Motorrädern sehr, sehr gut zurecht. Das ist natürlich auch ein Vorteil für ihn, speziell wenn er einen MotoGP-Test fährt, dass man da schon mal, seit er 16 ist, fährt er mit der 1000er. Und das ist eine super Basis, wo du drauf aufbauen kannst. Ganz klar, wenn er jetzt MotoGP fahren würde, dann wird er sich natürlich noch steigern, weil du kannst nur von den Schnellen lernen. Und alle anderen, die hier mitfahren in die EDM, sehen den Markus vor sich, lernen viel von ihm. Also wenn es da immer einen schnellen Mann hat in der Meisterschaft, das ist immer gut für die anderen, weil du kannst nur von den Schnellen lernen. Ja, lernen ist ein guter Stichwort. Schauen wir nämlich mal aufs Rennen. Das war nämlich heute so eine Lernstunde aus bestimmten Gründen, wie Sie jetzt sehen werden. Auch das sind wieder faszinierende Aufnahmen und es hat geklappt. Es hat erst bei der Siegerehrung angefangen zu regnen. Erstmal hier die Zuschauer, das hat uns schon mal sehr gefreut. Auch das kann man sich gut anschauen, ist ein ehemaliges MotoGP-Safety-Car vor dem Grid in der Superbike-Kategorie. Pepin Beisterbosch, ja, Holländer hier zu Beginn, aber für die Holländer ist die ADM natürlich genauso wichtig wie für die Belgier wie Bastian Mackels, der ebenfalls vorne mit dabei war. Und Florian Alt hier hochkonzentriert, hat den Helm gar nicht abgenommen. Jan Bühn hier ein bisschen easy drauf und natürlich Reiti mit dem Selbstvertrauen dieser fantastischen Saison. Schauen Sie sich mal dieses Feld an. Das ist volles Rohr, das ist Weltklasse-Sport mit tollen Motorrädern, die perfekt vorbereitet sind. Ja, und dann die Duelle. Ja, und Markus Reiterberger hat dann einen kleinen Schnitzer eingebaut in der Anfangsphase dieses ersten Rennens. Hier ist noch der Blick nach hinten raus, die 66, das ist Florian Alt. Die Yamaha, auch das Ding geht natürlich ganz gut. Und Dunlop hat da auch einen guten Job gemacht, man war da heute dran ran. Und da haben wir mal direkt gesehen, das ist zwar kein Live-Fernseh, aber selten, selten, selten. Verbremser Markus Reiterberger und Florian Alt, der ist ja auch schon WM gefahren. Moto 3, vielmehr 125er und solche Sachen und natürlich auch Moto 2. Da hat es nicht ganz geklappt, aber dass der Florian Alt ein schneller Mann ist, wissen wir. Ja, und dann war halt die Situation da, dass die 21 mal ungewöhnlicherweise rundenlang, sehr, sehr lang, das Heck der Yamaha studieren konnte. Und da werden wir gleich mit Markus Reiterberger noch drüber reden. Hier sehen wir mal auf die Curbs raus, da wackelt der Sitzbankhötter bei Florian Alts Motorrad. Angriff Markus Reiterberger? Nee, noch nicht ganz. Also die 21, das ist der Reiti. Und hier der Blick in die Sachskurve. Florian Alt vorne, dann Markus Reiterberger, dann Bastian Mackels dahin. Und nicht vergessen wollen wir ja Dani de Boer, Jan Bühn,
gewinnen. Die Rivalen von Florian Alt, die Hauptrivalen dahinter, da geht es natürlich noch ans Eingemachte und um den Platz 2 in der Meisterschaft, den die alle holen wollen. Das ist natürlich so. Aber erstmal natürlich heute der Kampf. Markus Reiterberger, schafft er es, vorbeizukommen. Spannung natürlich auch an der Boxenmauer. Langjährige Weggefährten, daher der links, rechts, links im Bild, aus Köln extra angereist, um mir zuzuschauen und mit Spannung erwartet. Also irgendwie war das für Markus Reiterberger sicherlich nicht so toll, aber warum nicht? Das bringt mal ein bisschen Würze ins Geschäft. Und bei MGM Yamaha, da hat man ja auch viel Pech gehabt in dieser Saison, ja, mit Spannung erwartet ein mögliches Doppelpodest. Die 4 angezeigt, Platz 4, P4 für Jan Bühn. Und das hier der Blick auf den orangenen Helm von Danny de Boer. Der hat deshalb den Spitznamen Farmer hinten auf seiner Lederkombi stehen, aber der fährt wesentlich schneller als ein Farmer normalerweise mit seinem Trecker. Auch der Holländer, ein Weltklasse-Superbike-Fahrer, das muss man einfach mal ganz klar festhalten. Und Sie sehen schon, die Wolkenbildung da, das nahm zu. Und die Frage war auch, ob man letztendlich trocken zu Ende fährt oder nicht. Hier das Duell der Reiterberger Teamkollegen, der beiden Werner-Demen-Jungs, die da vorne mitfahren. Jan Bühn filmt Dani de Boer und umgekehrt. Links sehen Sie mal da so eine kleine Kamera. Das ist auch immer schön, wenn die Fahrer sitzen bleiben. Dann freut sich mein Stefan Kraus, weil er weniger Kosten hat an so einem Wochenende. Ich glaube, Bastian Mackel zählt den Rekord, was zerstörte GoPros in dieser Saison angeht. Und die kosten auch Geld. Aber es sieht toll aus, finde ich, was heutzutage möglich ist mit diesen kleinen Dingern. Das ist schon großartig. Und man stelle sich mal vor, hier jetzt die Attacke live mit. Genommen. Danke auch nochmal an unsere Jungs im Schnitt. Das haben sie perfekt gemacht in der Sachskurve, wo es ja so schön Grip gibt, wo man ja wirklich Attacke gehen kann. Sehr gut, wie das aussah. Also auch dieses teaminterne Duell wirklich hochinteressant und spannend, was da geliefert wurde. Da sehen wir mal das Vorderrad, wie es sich da bewegt. Eingang, Start, Ziel. Wenn man hier oben steht, gar nicht so lang. Und am Ende war es dann wieder Markus Reiterberger, Florian Alt. Der wusste natürlich, starkes Rennen gefahren, aber auf 2 eingelaufen. Und ganz wichtig, der Teamkollege aus Belgien, Bastian Mackels, auf der 3. Position auf dem Podest. Und damit also auch einer, also Doppelpodium für Michael Galinskis MGM Yamaha Jungs. Ja, und Dani de Boer und Jan Bühn, die haben auf jeden Fall da mal ein Pünktchen, ein paar Pünktchen liegen lassen im Kampf um Platz 2. Und hier das gewohnte Bild. Und schauen wir mal hier, Ralf Waldmann gerade von der Autobahn runter. Und dann haben wir unsere Dekra-Damen heute mal mit Freizeit ausgestattet. Und wenn ein 2-facher Vize-Weltmeister und 20-facher Grand Prix-Sieger Pokale überreicht, dann ist das sicherlich was besonders Schönes. Hier sehen wir das Endresultat, 4,2 Sekunden am Ende. Die Punktevergabe da hinten, ganz wichtig. Ne? Die 16 Zähler von Bastian Mackels. De Boer dadurch nur 13, Jan Bühn dadurch nur 11. Aber es geht noch was. Respekt Dominik Schmitter auf 6, Vincent Lombois auf 7. Luca Grünwald, auch das stark, mit der Suzuki auf 8. Pepin Beisterbosch, Jan Halbig auf 10, Lucy Glöckner auf 11. Marco Nekwasil kommt auch langsam wieder nach seiner Verletzung in die Gänge. Daniel Katteininger, starker 13. Marc Neumann, Arno Friedrich, das sind die ersten 15. Ja, Reiti, habe ich jetzt alles richtig erzählt? Das war dein Fehler, ne? Da am Anfang. Wir können ruhig schon mal ein bisschen in die Analyse gehen. Soweit, ja. Hat passt. Ich habe in der zweiten Kurve etwas Verbremser drin gehabt, aber konnte dann einen Florian relativ zügig studieren und dann überholen. Ja. Dann hat's doch noch waren gehabt. Die Yamahas heute nur aus meiner Sicht so nah dran wie noch nie in dieser Saison oder hast du das auch so empfunden? Ja doch, die waren auf alle Fälle näher dran als sonst. Hockenheim ist aber immer speziell. Wir haben da eher immer ein bisschen das Nachsehen, sage ich mal, gegenüber den anderen Strecken, aber haben trotzdem eine gute Abstimmung gefunden und mit der man siegen kann. Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch beiden fürs Erste. Wir werden uns an diesem Wochenende noch sehen. Waldi sicherlich auch. Waldi, ist doch gar nicht so schlimm, oder? IDM Paddock Talk, kann man machen. Ja, passt schon. Bleibst du morgen noch? Ja, du hast es schon fest im Griff, sehe ich schon. Okay, gucken wir mal. Also Ralf Waldmann ist morgen auch in Hockenheim, wenn Sie noch nichts vorhaben. 15 Euro kostet, glaube ich, der Eintritt. Guck mal da hinten. 15 Euro. Fahrerlager ist offen. Man kann Markus Reiterberger treffen. Jedes Selfie ist möglich, wenn es nicht gerade kurz vorm Rennen ist. Ralf Waldmann kann man treffen. Der wird morgen mit mir auch ein bisschen durch den Grid gehen. Also wer morgen nicht herkommt, wenn es trocken ist und seine Motorradsaison, seine persönliche abschließt mit einer kleinen Reise nach Hockenheim, der ist selber schuld. Danke an euch beiden, war mir eine Danke. Ehre. Und wir werden natürlich noch weitermachen, denn wir haben uns natürlich auch im IDM-Fahrerlager umgehört. Bei Fahrern, bei Teamchefs, die nicht von Werksteam kommen, die nicht so im Fokus stehen wie die Stars der Szene, was sie zu einem eventuellen Aus der IDM zu sagen haben. Für mich war das eine richtige Schockmeldung, weil wir noch in Oschersleben zum Teammeeting in der Besprechung saßen und die Prognosen eigentlich soweit sehr, sehr gut waren und auch
von Fahrer- und Teamseite alles in die richtige Richtung ging. Es kamen Vorschläge von Teams, die als Verbesserung in die nächste Saison einfließen sollten. Das wäre natürlich schade, ja, für uns auch als Österreicher, weil das einfach vom Niveau her schon höher ist und insgesamt für ganz Europa, glaube ich, eine Anlaufstelle ist. Und es wäre natürlich schade, wenn es nichts mehr gibt. Ja. Es ist ziemlich traurig, was zurzeit da abläuft mit der IDM. Ich finde, es ist eine richtig gute Meisterschaft. Es wäre einfach der Tod für den Motorradsport bei uns, da Österreich, Schweiz. Und ich denke mal, Tschechien oder sowas, die Länder muss man auch betrachten. Weil wo sollen die dann noch mitfahren? Es gibt da noch Spanien, Italien, aber es ist überall relativ weite Anreise. Du brauchst ziemlich viel Budget. Und da war die IDM natürlich schon richtig gut, vom Niveau her und auch Preis-Leistung. Ich meine, gestern Abend habe ich mal geguckt, wie viele Teams es eigentlich gibt, mit wie viel Equipment, wie viel Motorräder. Und meiner Meinung nach wird die IDM nicht sterben. Die wird es wieder schwer haben, aber es gibt kein vergleichbares Format. Für mich ist die deutsche Meisterschaft perfektes Sprungbrett, um dann weiter in die Union-WM zu kommen, um dann später in die richtige WM zu kommen. Ich kann es nicht so wirklich nachvollziehen, wie man so eine Entscheidung treffen kann. Deutschland ohne eine deutsche Serie ist für mich unvorstellbar. Ich denke, wir sollten ja auch als Deutsche gucken, dass wir deutsche Fahrer, deutsche Nachwuchstalente in die Moto3, in die Moto2 reinkriegen. Das hat die IDM ja schon gezeigt, dass wir es können. Mit dem Tom Lüthi, mit dem Dominik. Wäre extrem scheiße. Ja, es wäre auf alle Fälle eine große Lücke, die entstehen würde, gerade im Nachwuchsbereich. Es würde einfach das Trittbrett fehlen zur Supersport 300 WM. Viele Fahrer, die schon IDM-Meister wurden, sind mittlerweile auch in den WM- und Grand Prix-Klassen unterwegs. Und ich denke, allein aktuell sieht man auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft, dass die Top 10 der Superbike IDM alle dort schlagkräftig unterwegs sind, auch jetzt wieder beim vorigen Lauf auf dem Podest standen. Also das IDM hat schon ein starkes Fahrerfeld. Wenn es jetzt die IDM damals nicht gäben hätte, würde ich heute einfach gar nichts mehr fahren. Wo hätte ich sonst hin sollen? Aus der WM raus, zu Hause auf die Couch oder was? Also ich hoffe, dass sie selber, die wo das Ganze machen, ein bisschen Hoffnung haben. Egal ob der DMSB, ADAC, IVM, die sollen sich alle ein bisschen an den Tisch setzen, darüber sprechen und das Beste daraus machen, würde ich sagen. Der DMSB, IVM, Motorpresse, die Jungs, die sollen sich jetzt mal zusammensetzen. Da hängt mehr dran als nur ein paar Zahlen und Gelder. Da hängt viel mehr hinten dran. Wir haben dieses Jahr in Schleiz hatten wir wieder jede Menge Zuschauer. Es ist nicht nur für uns Fahrer wäre es schlecht, sondern ich denke auch für die komplette Zweiradbranche. Ich sag mal, jeder, der in dem Rahmen hier fährt, der hofft natürlich, dass es irgendwie weitergeht. Ich hoffe, weil ich bin seit Jahren am Kämpfen, einmal IDM Superbike zu fahren. Jetzt stehen wir kurz davor und jetzt hieß es auf einmal, es gibt keine IDM mehr. Es hat uns alle schockiert. Ich hoffe, irgendwie geht es weiter für die IDM, weil es ist unser Herzstück im deutschen Zweiradrennsport. Ja, ja, haben wir, glaube ich, eine Menge interessanter Aussagen gehört. Und einer der Teamchefs aus der IDM, Marcel Philipp Bach, deswegen heißt es auch MPB Racing Team, wenn ich richtig liege, ist jetzt bei mir. Teamchef von unter anderem Stefan Kerschbaumer, von Thomas Gradinger, kürzlich mit großem Erfolg bei der Supersport-Weltmeisterschaft mit der Wildcard auf 9 gefahren, Kerschbaumer Langstrecken erfahren. Und Daniel Katheiniger, auch einer deiner Fahrer, haben wir auch gerade gehört. Da braucht man, glaube ich, nicht mehr allzu viel zu sagen, ne? Weil wir haben extra mal einen Teamchef eingeladen, der nicht von einem der Importeure unterstützt wird. Das spricht für sich, was die Jungs aus dem Fahrerlager sagen. Ja, also es ist natürlich schon so, dass ich glaube, alle Leute, die hier im Fahrerlager sind, haben natürlich im höchsten Maße ein Interesse daran, dass es weitergeht. Wie gesagt, ich hoffe, dass es auch zustande kommt. Die Initiative meinerseits auch diesem Jahr war ja auch, dass eine Perspektive da ist nächstes Jahr. Hat mich natürlich auch erstmal getroffen. Trotz alledem ist es schon so, dass ich es nüchtern betrachte, weil es ist schon so, dass man die Ursache finden muss. Also es bringt jetzt nicht, da ein Symptom oder so rumzudoktern, sondern man muss quasi die Ursache finden, dass man quasi auch die Perspektive für 2018 halt schafft. Ich hoffe, dass das zustande kommt, weil auch ich ein Interesse daran habe, dass es auch weitergeht. Ganz klar. Trotzdem, ich glaube, dieser Wildcard-Einsatz neulich von deinem Fahrer, der hat wirklich richtig was gebracht. Der 9. Platz, das muss man ja auch nochmal betonen. Der Thomas ist ein junger Mann. Der ist sicherlich nicht mit absolutem Raketen-Top-Material, wie es die anderen, wie Kenan Sofoglu zum Beispiel, fahren, in der WM gefahren. Und ist 9. geworden, ist in den Top 10 geworden. Das unterstreicht auch nochmal, was ich die ganze Saison über schon sage. Zwar haben wir manchmal nur 16, 17 Starter. Aber das Niveau bei den Top 10 Supersport 600 zum Beispiel ist schon super. Also habt eure Arbeit sich ausgezahlt, ist ein Erfolg in die richtige Richtung, oder? Ja, also ganz klar. Von meiner Seite aus war es natürlich so, dass ich Anfang der Saison gesagt habe, okay, ich möchte immer als Team auch eine Perspektive schaffen.
Und ja, wir haben halt in der Saison auch gezeigt, dass der Speed halt da ist. Und selbst unter WM-Bedingungen, dass quasi die Fahrer hier in der IDM ausreichend Qualifikationen erlangen, um auch unter WM-Niveau quasi vorne mitzufahren. Was ja für einen Gaststadt beim ersten Mal in Platz 9 ist da ein super Ergebnis, keine Frage. Ja, sensationell. Was macht der Thomas Gradinger nächstes Jahr? Also es ist so, dass wir rigoros dabei sind, den Weg in die WM zu beschreiten. Und es ist auch so, dass das klappen wird. Es ist nur, ich kann noch mehr nicht sagen, aber wir werden... Wie viel Geld fehlt denn? Es ist alles gut, wir haben das hinbekommen. Wir sind natürlich immer auf der Suche nach Sponsoren. Das ist klar, aber es ist so, dass wir den Weg beschreiten werden und dass es auch funktioniert hat. Und ja, aber mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Heißt das aber schon, ich meine, du hast es gerade gesagt, also wir können verkünden, dass Thomas Gradinger nächstes Jahr Supersport-WM fährt. Genau, das ist richtig. Das ist auch mal eine News, das hat sich gelohnt, Paddock Talk zu schauen. Thomas Gradinger aus der internationalen deutschen Meisterschaft unterstreicht auch nochmal, wie wichtig diese Meisterschaft ist, denn der Thomas ist Österreicher. Ja, du kommst aus dem Kölner Raum, glaube ich, der Thomas ist Österreicher, wie der Stefan Kerschbaumer. Also, IDM-Ausbildungsbetrieb für WM-Fahrer. Müssen wir mal festhalten. Du bist ja noch ein junger Mann, wir haben vorhin schon viel Historie gemacht. Wenn man die letzten Jahre so anschaut, ich weiß, du hast dir auch ein paar Videos angeschaut, die ganzen großen Namen. Wir haben die Weltmeister schon gehört, wir haben die Teamchefs schon gehört. Wir werden morgen auch noch Menschen wie Dominik Eggerter hören, der übrigens heute Geburtstag hat, der auch ein Kind der IDM ist. Happy Birthday, Dominik Eggerter. Also kommen auch morgen noch viele neue Namen dazu. Aber schau mal, wir haben noch Bilder gefunden, die unser Chef Stefan Kraus selber gedreht hat. Und einer der ganz Großen des Motorsports überhaupt, der ist nämlich auch schon mal IDM gefahren. Da sehen wir ihn. Guck mal, ne? Alpine Stars Kombi Michael Schumacher. Und ich weiß, wie die Geschichte um den Schumi entstanden ist. Der war als Marlboro-Fahrer zu Gast in Mugello, ist da hingetuckert mit einer Harley und hat sich das angeschaut und hat sofort bei seinem damaligen Manager Willi Weber Motorräder bestellt und landete so bei Jens Holzhauer und ist IDM gefahren, muss man sich mal vorstellen. Ich weiß, dass da einige sauer waren in seinem Umfeld, weil der Schumi ist halt ein Racer, hat sich ja dann auch verletzt. Und das nur auch nochmal mit schönen Grüßen an die gesamte Familie Schumacher und größten Respekt vor einem der größten Motorsportler aller Zeiten. Das war schon sensationell. Ich hatte mal das Vergnügen, hier in Hockenheim für 2 Kurven, länger habe ich nicht mitgehalten, hinterm Schumi hinterherzufahren mit einer RC8. Der hat genauso, wie er seine Formel-1-Karriere bestritten hat, auch auf der Holzhauer Honda Gas gegeben. Übrigens schönen Gruß von Jens Holzhauer. Er kann leider nicht. Er ist im wichtigen Meetings, um die Zukunft der IDM zu planen, hat er mir gerade geschrieben, denn der Jens wäre eigentlich Studiogast gewesen, auch an deiner Seite. Das heißt, es geht vorwärts, vielleicht kann ich mich bald rasieren, also macht Mut. Die IDM hat schon eine Geschichte, ne? Weil wenn man solche Bilder da sieht, wie mit Michael Schumacher, das ist schon toll. Ja, definitiv. Also es war sogar das Jahr, wo ich selber noch Yamaha Cup gefahren bin und wir hatten auch neben der Strecke auch Spaß zusammen gehabt. Hast du ein Autogramm geholt damals? Nee, wir haben andersweitig Spaß gehabt bei einigen Fäden. Ja, also es ist natürlich super, wenn du quasi jemanden hast, der immer als Promoter oder beziehungsweise als Person generell mehr in den Sport bringt oder mehr Leute da das Interesse quasi geweckt wird. Klar. War definitiv super damals. Ja, ich bedanke mich erstmal bei dir, weil die Kernaussage war jetzt erstmal, dass Thomas Gradinger nächstes Jahr Supersport-WM wird. Da hatte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass das heute der Fall ist. War auch nicht abgesprochen. Wenn du das den Zuschauern nochmal bestätigst würdest, dass das nicht geplant war, nee, dass wir das hier verkünden. Also, ne, der Mielke quatscht da keinen Blödsinn. Und für Sie nochmal, bevor wir Ihnen gleich nochmal was zu morgen erzählen, gucken Sie nochmal, ne? Gucken Sie nochmal auf unsere Selfie-Videos von unseren Motorradsporthelden. Da haben wir jetzt noch zum Ende als Appetizer für die morgige Sendung ein paar ganz besondere Kollegen gefunden. Die haben mit MotoGP zu tun. Das soll es also gewesen sein mit der IDM? Ich hoffe nicht, weil irgendwo muss es halt losgehen, wenn man mal auf so einen Koffer, auf so eine Rakete will. Und dafür ist die IDM einfach nicht wegzudenken. Ja, wir haben mittlerweile gute Strukturen. Wir haben den Rookies Cup, wir haben den Junior Cup und so weiter und so fort. Wir haben viele deutsche Teams, die sich auch für den Nachwuchs natürlich einsetzen und fördern. Also die Strukturen sind meiner Meinung nach nach oben gehen, besser denn je. Aber irgendwo musst du anfangen. Irgendwo muss es losgehen. Und wo wirst du dich infizieren, wenn nicht in deinem eigenen Land, wenn nicht vor deiner eigenen Nase? Und dafür brauchen wir die IDM. Zum Thema IDM. Ganz schade, dass es überhaupt zur Debatte steht, dass es anscheinend immer weitergehen soll mit der deutschen Meisterschaft, mit der IDM. Ich selbst habe ja damals die Möglichkeit gehabt, nach Spanien zu gehen. Und viele andere haben halt eben den Weg IDM eingeschlagen. Unter anderem auch ein gutes Beispiel finde ich mein guter Freund Marcel Schröter, der einfach einen anderen Weg gegangen ist über die IDM und einfach gezeigt hat, wie talentiert er ist und was er drauf hat. Und es war zu der Zeit eine tolle Meisterschaft, wo man sein Talent einfach unter Beweis stellen konnte.
und dann einfach den Sprung in die WM schaffte, so wie jetzt der Marcel das gemacht hat. Und es gibt genügend deutsche junge Nachwuchsfahrer in Deutschland, die einfach den Ehrgeiz haben und den Willen, das zu schaffen. Und genau denen muss man einfach die Möglichkeit geben und die Chance geben in einer anständigen Meisterschaft. I'm Mika Kallio from Finland. I'm riding a MotoGP for KTM at the moment. And I like to say how important was the IDM Championship for me on my career. You know, I started in end of 90s my career, and then after a couple of years the next step was that I needed to come to the Europe for racing, and I was looking for a good championship, and then I found IDM, and I have really good memories from those years, and I remember that the championship always been really competitive, lot of good riders there, and also for the last years I was following the results and the races of IDM, so I know how important the championship is for the German riders and also for the Nordic countries, for Finnish, Swedish, Norway, Denmark riders, because that's basically the next step from the national championship. You know, you are looking for the places to ride, and the IDM was always a really good step, you know, on the way to the World Championship level. So I hope that you can keep the championship alive, and you can do everything what is the possible to keep it the race on over there. Ja, Rennfahrer, die aus der IDM entstanden sind und gekommen sind. Mika Kallio, Alex 66, Alex Hofmann, mein langjähriger Kollege und Freund, und natürlich auch Jonas Folger, unser heißes Eisen. Also das macht Mut, finde ich. Und wenn es weitergehen sollte, werden wir auch weiter solche Talente haben, oder? Definitiv. Thomas Gradinger, dein Fahrer, hat es ja jetzt geschafft. Ja, also wir haben halt den Sprung hinbekommen, und es wäre halt absolut schade, wenn die Möglichkeit gar nicht mehr bestehen würde, weil man braucht definitiv immer eine nationale Plattform, um den Schritt in die WM zu schaffen. Und wenn die nicht mehr da ist, wird der Schritt, der generell schon sehr, sehr schwierig ist zu beschreiten, halt umso schwerer. Dann bedanke ich mich bei dir, Marcel Philipp-Bach. Danke auch an dir. PB Racing wird hoffentlich mit uns nächstes Jahr auch weiter zusammenarbeiten. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Ich habe überzogen. Das heißt, ich hole mir jetzt einen Rüffel ab. Ja, und dann hoffe ich, dass Sie morgen um 18 Uhr wieder einschalten. Hat viel Spaß gemacht. Ich finde, war eine Menge drin. Und der deutsche Motorsport lebt und ist auch längst noch nicht tot. Garantiert. Wir geben alles. Also, bis morgen. Tschüss, schönen Abend.